Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir werden heute für einige Zeit, vielleicht ungefähr eine Stunde, mal gucken, einfach gegen meine Amiibo kämpfen. Ohne eigene Geister. Und zwar, der Hintergrund ist, ich weiß nicht, ich glaube, das weiß so ziemlich keiner, der meine Videos guckt. Irgendwann hatte ich es mal in den Kommentaren unter einem Amiibo-Trainingsvideo geschrieben. Aber so einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt mit Amiibo-Training angefangen habe, war ein englischer YouTuber, englischsprachig, ich glaube, der wohnt in den USA, mit dem Namen Choctopus, der wohl der bekannteste Amiibo-Raid-Boss-Trainer auf ganz YouTube ist und wohl mit die stärksten Amiibo überhaupt trainiert hat. Und eben, er trainiert viele verschiedene Amiibo, die er dann auf seine Zuschauer losschickt. Und jetzt hat er sowas für die Community eröffnet. Man kann seine besten Amiibo-Clips, natürlich im Stil ohne Spirits, deswegen ohne Spirits, einschicken. Und wenn der Clip gut genug ist, wird er im Video kommen. Und deswegen versuchen wir heute mal mit dir allen möglichen gute Clips zu bekommen. Ich muss gleich sagen, ich werde wahrscheinlich die Anzahl der Kämpfe davon abhängig machen, wie sehr ich da erwarte, dass gute Clips rauskommen und vielleicht auch, wie kommt das dann an? Weil zum Beispiel kann ich mir vorstellen, Necrozma, Bowser, schön und gut, aber Bowser ist einfach nun mal Top-Tier-Amiibo, den wird wahrscheinlich jeder Zweite einschicken. Meine Haupthoffnung liegt hier auf Bulbi, muss ich sagen. Kirby, kein häufiger Amiibo. Okay, geht vom Tier her, B-Tier. Am krassesten wäre natürlich, wenn irgendwie Floink was gerissen kriegt. Wobei man sagen muss, dass er genau einen Platz unter Darkrai liegt in der Tierlist. Aber wir werden einfach gegen alle möglichen kämpfen und gucken, wie es läuft. Heißt aber nicht, dass ich mich zurückhalte, nur weil ich gute Clips will. Und dann suchen wir uns den Besten raus. Den bereite ich dann schön vor und wir gucken und ich sende ihn dann ein. Ich weiß nicht, ich könnte das also nicht geben, du in ein Wort gerätst. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich eine Stunde zock, dass ich mal gewinnen werde. Schade, dass die Clips davon sein müssen, wie die Amiibo abgehen, nicht man selber. Aber jetzt denke ich, wenn es um die Amiibo geht, auch logisch. Nicht so einfach. Sicher, dass wir keinen sehen, wie ich gewinne? Natürlich nicht. Ja, das macht Bulbi schon hin und wieder. Da bin ich, denke ich mal, tot. Aber ich muss aufpassen, gewonnen ist dieser Kampf noch nicht. Was man vielleicht auch daran sieht, dass ich auf 150 bin. Aber das Leichtgewicht... Oh Gott, letzter Stock. Außer, ja, Bulbi schafft es nicht zu punishen, aber 50% trennen uns. Das ist auf jeden Fall nur eine Combo. Wirklich? Okay, jetzt wird's hier knapp. Oh. Das Spiel hat gerade eben gesagt, du hast verloren und dann hast du gesagt, du hast gewonnen. Skill! ja, wie gesagt, man sieht auch am Amiibo abgehen. Ja, trotzdem. Man sieht schon am verursachten Schaden, mein Sieg war durchaus verdient. 150 gegen ungefähr 600. Ja gut. Also ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal rein. Gehen wir mal ins Kirby Mirror Matchup. Vielleicht sieht es da nochmal besser aus.
Also, ich habe gerade ein Ruleset drin, wo alle competitive erlaubten Stages kommen können. Man kann das nicht schielen. Komm, Bulbi, mach was Lustiges. So was? Nicht lustig. Aber wir haben ja auch mehr als genug Zeit. Ich rechne ja auch mit mehreren guten Clips, zwischen denen ich mich dann am Ende entscheiden werde. Oh, also hier im Kirby Mirror zeigt Bulbi schon, was sie kann. Aber halt nicht mit irgendwelchen coolen Zero-to-Deaths. Anders als sie zum Beispiel im Amiibo Königs-Tournament hatte. Willst du mich flachsen? Tech into Down Air. Das war schon ein ganz schöner Clip, aber den muss ich auch nicht abspeichern. Der war zwar cool, aber nicht gut genug. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Abwechslung. Wer auch noch gut abgehen könnte, die ich mir vorstellen kann, wären Lord Ecke, Floink, Latias, Günther, Darkrai und die dunkle Macht. Genocide ist nun mal Genocide. Und Necrozma habe ich ja schon begründet. Günther auch eher mit Vorsicht genießen als S-Rang Amiibo. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit. Okay, hier erwarte ich jetzt dicke, fette Kombos. Komm, Lordecke, zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was du kannst. Oh Gott, Lylat. Es kann auch gut sein, dass die ersten ein bisschen reinkommen müssen. Meine größte Befürchtung ist halt, dass die Amiibo nicht wirklich was hinbekommen, weil sie gar nicht darauf trainiert sind, so stark zu sein. Die sind darauf trainiert, gegen ähnlich starke Amiibo zu kämpfen und nicht gegen echte Spieler ohne Spirits. Deswegen ist ihr Playstyle zu gut. Aber Lord Ecke zeigt hier schon ganz gut was, würde ich sagen. Komm, Kill wäre doch schön, oder? Also für mich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei welchen Amiibo Lernen aktiv ist und bei welchen nicht. Bei denen, die wir bisher hatten, ist es deaktiv, das weiß ich. Es dürfte eigentlich bei den meisten deaktiv sein. Der einzige, bei dem ich mir gerade nicht sicher bin, ist Latias. Ja, war ganz schön der Kampf. Leute, ich habe mich halt auseinandergenommen. Aber da waren auch noch nicht die Kombos, die ich suche. Also komm, ich will hier gescheit was sehen, Leute. Ich gehe mal auf meinen Main. An sich wäre es mir natürlich auch am liebsten, wenn im Clip letztendlich ich meinen Main hätte. Vor allem, wenn ich es wirklich damit schaffe, ins Video zu kommen. Was natürlich schon so irgendwie das Ziel ist. Alter, hätte er das gelandet, dann hätten wir unseren ersten Clip gehabt. Oh, schön am Walljumpen. Als ob das nicht gehittet hat.
Oh, das war sehr schön gespaced. Also Lord Ecke zeigt hier schon gute Plays, auch wenn sie noch nicht ganz meinen Erwartungen, also den Erwartungen, die ich für Clip habe, entsprechen. Lord Ecke lässt mich hier nicht wirklich Bewegungsfreiraum. Das sieht man schon. Also. Das war vielleicht nicht so schlau von mir. Wo wir gerade beim Thema nicht so schlau sind. Aber ich finde es cool, dass Lord Ecke tatsächlich hier Walljumps zum Recover nutzt. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. So, ich bleib nochmal im Kampf beim Lord Ecke. Und guck mal, was er hinkriegt. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass so seine besten Stages wahrscheinlich Smash Village, also die Animal Crossing Stages wären. Double Up Smash ist leider keine der Kombos, die wir hier suchen. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ihn hier von richtigen Hype-Kills abhält. Diese ständigen Up Smashes. Ich meine, der outplayt mich schon hart, der Junge. Aber halt auch nicht auf die Art von wegen, ja, krass hier, Zerstörung wegen krassen Kombos. Sondern einfach wegen 800 mal höhere Werte. Sekunde, hab was im Auge. Komm, Combo! Schade. Oh, warte, ich hab ja noch einen Stock! Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre mein letzter. Nicht so einfach. Oh Gott, ich werde gegrabt. Ja, nicht forward ehren lassen. Ich hab gewonnen! Ich meine, wir haben zwar keinen Clip, aber ich hab wieder gewonnen! Ja, Olaf ist zwar nicht mehr im Raum, aber riechst du das? Was für ich krieg keine Siege! So, Lord Ecke kriegt jetzt auch mal eine Pause. Ich sortiere mir hier nebenbei mal die Amiibo danach, wie gut sie sich angestellt haben. Wobei Lord Ecke auf jeden Fall über Bulbi landet. Dann kommen wir mal zu unserem König der Albträume. Darkrai, was kriegst du hin? Bei dem kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass da nice Plays rauskommen. Das hier wäre so eine Stage, die ich für Lord Ecke schon gefühlt hätte. Na, aber irgendwie stellt er sich gerade nicht so. Wo sind denn deine ganzen dicken, nicen Kombos? Wo ist deine Agilität? Danke! Das war schon eine sehr schöne Kombo. Wenn nächstes Mal noch ein Finisher kommt, der mich killt, dann ist das auf jeden Fall eine... dann ist das unser erster Clip. Das ist halt die Sache. Darkrai hat eine gescheite Kombo in diesem Kampf gelandet.
Was ist Mensch gegen Amiibo in a nutshell? Man muss den Amiibo halt auch erstmal Zeit lassen, sich einzufinden, habe ich das Gefühl. Das war auf jeden Fall... Oh mein Gott, das ist unser erster Clip. Das ist unser erster Clip. Wir haben den ersten Clip, Leute. Wenn er da jetzt noch eine Down-Air nachgesetzt hätte, hätten wir gleich einen zweiten Vorschlag gehabt. Der kommt mich und tauntet da rein. Also an sich wäre es theoretisch möglich, mehrere Clips einzusenden, auch wenn pro Person höchstens einer genommen wird, wenn eben einer genommen wird. Aber ich wollte eigentlich nur einen einsenden. Wenn es wirklich zu krass wird, werde ich zwei machen, aber... Darkrai scheint eine ziemlich gute Wahl zu sein, habe ich das Gefühl. Wir haben unseren ersten Clip. Wisst ihr, ich mach's so. Andererseits, nee, dann muss ich die Amiibo immer einscannen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt direkt den Clip und mache ihn wirklich mit dem Video-Editor zu einem einzelnen Clip. Wiederholung ist gespeichert, die erste haben wir. Darkrai, sehr gut. Gehen wir nochmal auf einen anderen Charakter, geben Darkrai eine zweite Runde. Ja, ich lege tatsächlich Migana, Genocide und Necrozma auch mal raus. Ich gebe, wenn die Zeit es zulässt, einfach mal jedem eine Chance. Ich glaube, gegen DK ist er nicht so erfahren. Und wir sind auf der anderen Animal Crossing. Oder ist es dieselbe? Nee, glaub nicht. Ich kann die nicht unterscheiden. Oh, die Downer. Aber sehr schön, dass Darkrai uns den ersten Clip gibt, finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allem ist Darkrai ja auch gedacht, dass er wirklich hier ein krasser Amiibo ist. Ich meine, es ist Darkrai. So. Das größte Problem an dieser Clipsuche, das ich sehe, ist halt, die Clips können gefühlt nur kommen, wenn ich auf 0% bin. Weil man braucht schon eine nice Combo. Okay, ich glaube, bei dem, den wir jetzt von Darkrai schon haben, war ich auf 30 oder so. Aber er hat es ja gut umgesetzt. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass das nicht unser endgültiger bester Clip wird am Ende, was da gekommen ist. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass wir wirklich was richtig Nices bekommen, wenn ich hier einfach ein bisschen durchziehe und zocken. Noch bleiben jegliche Hits aus für diesen Stock, danke. Schade, ich habe gehofft, er geht jetzt noch mit hinter an die Blast Zone. Ich wollte ihn footstompen, hat aber nicht geklappt. Ja, Downer tötet nach oben. Okay, Darkrai im zweiten Kampf nicht so schön wie im ersten, aber ich bleib dabei. Wir haben mit ihm unseren ersten Clip bekommen, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt kriegt er eine Pause und wird noch über Lord Ecke gerankt. Hier können wir ein bisschen so sehen, was sind denn gegen menschliche Spieler die besten Amiibo. Wobei das für diese Kombos trifft eigentlich auch nicht ganz zu. Ich bin mir sehr sicher, Günther ist allein wegen Auto-Heal der Beste, aber... Machen wir weiter mit dem nächsten mit nicen Kombos, wenn er es richtig anstellen will. Meta Knight bzw. Floink. Ich gehe, wie gesagt, meinen Main.
Raid an sich, ich guck den Choctopus halt seit einer Weile, eben wegen den Raid-Boss-Amiibo-Videos. Ich habe mir auch sein Tutorial angeguckt, wie man selber Raid-Bosse macht. Das ist auch genau das Prinzip, nachdem ich meine Amiibo trainiere. Um das mal dazu zu sagen, das habe ich von ihm. Und der hat mich eben einfach so dazu gebracht, Amiibo zu trainieren. Und ich bereue nicht, damit angefangen zu haben. Es macht übel Bock. Und ich bin persönlich ja... Also ich denke zumindest, meine Amiibo sind jetzt nicht bad. Da kann man nichts sagen. Wenn ich auch so dran denke, wie das Online-Event da lief, als man mit Amiibo im Team spielen konnte. Und wenn ich meine Amiibo gegen andere auf Discord oder so online reinschicke, da reißen meine Amiibo schon. Wobei ich mit mir halt immer wieder die Frage stelle, dieses Trainingsprinzip. Kann es sein, dass man Amiibo nur entweder gegen andere Amiibo gescheit trainieren kann oder gegen menschliche Spieler? Und dass gegen beides gar nicht so leicht möglich ist. Darf ich anmerken, dass ich 3-1 führe? Okay, ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Meta Knights Throws sind nicht stark. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ein Up-Throw hätte gekillt und ich hatte auch mit einem gerechnet. Ich sterbe gleich am Fastfall. Oder ich sag immer Fastfall. Fastfall ist was anderes. Oder so. Ich will mir das abgewöhnen, dass ich Fastfall sage, wenn ich Insta-Drop meine. Das war auch eine schöne kleine Combo. War halt kein Kill dabei. Und es bringt Frank wieder zurück ins Match. Hilfe! Oh Gott! Ich bin mir relativ sicher, oder ich denke zumindest, eine Back Air könnte killen. Oh, die Armor ist fast kaputt, aber hey. Oh, der Stage Spike. Und dritter Win. So viel zu, wir schaffen keine 20 Minuten. Dreimal habe ich gegen meine Amiibo gewonnen. Floink hat zwar okay gekämpft, aber ich würde sagen, der ist jetzt tatsächlich schon weg, hat auch am wenigsten Potenzial gezeigt bisher. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Latias kann ich mir ja tatsächlich vorstellen. Obwohl, wisst ihr, Genocide tue ich doch wieder in die Kiste. Ich will, wenn dann, Walross Editions-Amiibo haben als Clip. Also Latias, du bist jedoch so das Combo-Monster eigentlich unter meinem Amiibo. Auch wenn das vielleicht inzwischen ein bisschen von Bulbi abgelöst wurde. Nein, ich konnte nicht countern. Warum tauntest du? Nein! Ich überlege, ob ich den Clip vielleicht auch behalte, weil wir haben den Disrespect-Faktor. Der kommt immer gut. Wir haben Taunt into Shield Break. Das ist halt mein größter Fehler, habe ich das Gefühl. Ich shielde zu viel, weil ich es gewohnt bin, dass ich selber Spirits drin habe gegen meine Amiibo und mein Schild nicht sofort auseinanderfliegt. Okay, wobei man sagen muss, das war gerade die Belly Armor. Dann halt nicht. Ich habe mich eigentlich gerade in eine sehr angreifbare Position. Ist es dein Ernst? Junge! Da drauf!
daraus kann ich was zusammenschneiden, was Lustiges. Das ist unser zweiter Clip. Ein Clip muss ja nicht zwingend nur so eine kleine Szene sein. Die Bedingung ist, dass es 30 Sekunden Maximum hat. Und wenn ich einfach zusammenschneide, wie mir hier dreimal die Belly Armor zerstört wird. Latias kriegt noch eine Runde. Diesmal gegen wen, bei dem du keine Armor zerstören kannst. Hier, gegen eine Crossma hast du doch so viel Kampferfahrung. Oh, ich glaube, ich habe die Wiederholung nicht gespeichert von dem davor. Das habe ich eh schon Angst gehabt, dass mir das passiert. Das ist ein Gag! Wobei ich sagen muss, mich wundert, dass der Punish nur 47 macht. Das Schild ist tabu! Ich finde es super, wie ich so einen fetten Bowser Forward Air Train mache und nebenbei von einer Forward Air gehittet werde von Latias. Und ich habe mehr Schaden daraus genommen. Digga, diese Upsmashes. Ich muss aber sagen, dass ich mit ein bisschen mehr gerechnet habe bei Latias. Und das ist. Das war gerade eine schöne Kombo, aber halt wirklich nur so zwei Hits der Insta-Drop-Into-Gedöns. Down Smash. Noch schön nach unten. War ein schöner Kampf von Latias, aber ohne Clip-Potenzial. Wir sind bei. Ich überlege, ob ich sie vielleicht so. Na, Bulbi und Lord Ecke waren beide auch. Ich ordne sie zwischen Bulbi und Lord Ecke an. Jetzt sind wir mit den Leichtgewichtern fertig und gucken mal. Die dunkle Macht kann ich mir auch vorstellen, dass da einiges bei rumkommt, weil die einfach so auf die Fresse gibt. Weil die einfach so eine dicke Schelle austeilt. Nochmal dieselbe Stage. 78! Deswegen rechne ich der dunklen Macht Chancen für einen guten Clip zu. Weil die braucht halt nur drei Hits für eine nice Zero to Death. Willst du mich flachsen? Vor allem lag ich gerade vorne. Ja, wieder kein Clip, das sehe ich jetzt schon. Ich meine, war zwar trotz allem schön, aber ich erwarte hier wirklich nicht wenig. 50%? Okay, sie ist nicht reingesprungen, wie ich gehofft habe. Oh mein Gott! Ich sag so, hätte mich die Side B getroffen, wäre ich jetzt ganz weit weg. Ich werde an einem Jab sterben, wenn ich noch mehr Damage nehme. Nein! Ich war auf 314%. Ich gehe wieder auf den Bowser. Wirklich, der Damage-Output ist halt der Vorteil der dunklen Macht. Der ist halt wirklich arg krass. Ich meine, die kann mit einem Hit 75 machen. Die meisten anderen Amiibo, die ich so sehe, schaffen das vielleicht im Shield Break. Das ist ein Clip. Das ist ein Clip.
Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass er halt... Ich nehme hier jetzt einfach mal eben Clips, egal inwiefern andere schon besser waren, aber ich sag's so, ich würde vermutlich eher den von Darkrai nehmen. Okay, 213. Die juckt das nicht. Oh mein Gott, die Abi. Was? Ist das dein Ernst? Was war denn das für ein Disrespect? Vor allem, ich bin einfach noch im Match. Wenn ich noch mal schilde, aber nicht mehr. Diese Down-Tilts! Nein! Aber wir haben einen Clip. Wir haben den zweiten Clip. Nach einer halben Stunde. Ich werde auf jeden Fall mit Günther in Mirror-Matchups gehen, da er die am besten kann. Und eben hier Kayle, ne? Kayle-Vertretung. Die dunkle Macht würde ich tatsächlich an zweite Stelle packen. Was man auch daran merkt, dass sie eben als zweites einen Clip hatte. Dann gehen wir mal zum... Na, oder ich überlege halt hier so Fett-High-Top-Tier-Gedönse. Geben wir ihm mal einen Kampf, gucken wie es ist, wenn er nicht komplett abgeht, dann nicht. Ich habe halt keine Ahnung, inwiefern sich das überhaupt groß auswirkt, aber... Oha, ich unterschätze aber auch immer den Damage-Output von Nick Schrosma, der auch nicht geringer ist als bei der dunklen Macht. Nur mit dem Unterschied, dass die dunkle Macht in der Amiibo-Tierlist 2 Tiers tiefer liegt. Oder nee, 3. Das war zwar ein schneller Kill, aber kein Clip. Wenn die, wenn Nick Crossman da jetzt ein Follow-up draus gemacht hätte, aus dieser Neutral Air, weil mich da echt das nächste hätte killen können, dann hätte es vielleicht was werden können. Ach so, sind nur 60%. Die Hitbox! Also der Crossman hat mich schon echt zerpflückt, da kann man nichts sagen. Der hat mich schon echt auseinandergenommen. Ich sag mal, ich gebe ihm noch einen Kampf. Und ich gehe schon natürlich strategisch auf Heavies, ne Leute? Hier kommen, gehen wir mal auf Amiibo Slayer. Kennt Choctopus genug, das ist ziemlich sicher derjenige, der Charakter, der die meisten Kämpfe gegen Amiibo bestritten hat und wenn nicht, auf jeden Fall die meisten Siege. Alter, wenn das gehittet hätte, wäre das ein schöner Clip. Dieser Disrespect-Taunt-Faktor ist halt auch nochmal so eine Sache. Was? Was? Da ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern das als Disrespect von Necrozma durchgeht. Junge! Ich spiele hier Ganondorf, da will ich zumindest einen Kill. Man hat schon Grund, dass Ganondorf der Amiibo Slayer ist. Weil ihr seht, der tötet immer noch früh. Oh Gott!
Und ich schielde noch, ich Idiot! Nein, verfehlt! Ich hatte kurz die Hoffnung, ich könnte noch einen zweiten Stock ziehen. Und die Hoffnung lebt! Die Hoffnung lebt! Willst du mich flachsen? Spot Dodge into Down Tilt tötet mich! Ich sag so, ich speichere mir das mal. Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon vergessen, wie es aussah, aber wir hatten hier auf jeden Fall einen Clip mit schönem Disrespect-Faktor. Und wir wiederholen. Wir machen Runback. Das ist dann Necrosmas letztes Match fürs Erste. Dann gehen wir auf den Letzten, der noch was zu sagen hat. Und da bin ich dann wirklich sehr gespannt. Oh Gott, Lilat. Wenn er aus dem Parry heraus jetzt eine schöne Combo aufgebaut hätte, das wäre geil gewesen. Das ist unser nächster Clip. Digga, hat der mich gerade mit Up Smash into Back Air getötet? Von null? Oh, ich dachte, hier soll Nick Cross mal die kranken Clips machen, nicht ich! Digga, diese Neutral Airs! Also, Nick Cross mal geht hart ab. Nick Cross mal geht hart ab. Dritter Sieg! Hä? Was für dritter? Vierter Sieg! Schön gespielt, Nick Schossma. Ich bin überzeugt. Ich habe gedacht, ich nehme dich nicht mit rein, aber ich platziere dich tatsächlich an zweiter Stelle. Und jetzt der letzte. Komm schon, mein Boy. Jetzt wird hier gerödelt. Das K-Rule Ditto gegen den einzig wahren Amiibo-König. Auch wenn der Anfang nicht so gut für ihn aussieht. Günther kommt wohl auch nicht so ganz klar. Bei Günther habe ich halt auch die Sorge, dass ich den einfach schon so viel trainiert habe und dem so viel beigebracht habe, dass der Plays macht, die andere, zum Beispiel Choctopus, als komplett krank ansehen würden, bei denen ich mir denke, ja, ist ja nichts Besonderes. Und das war so bad von mir. Das ist hier so meine Hauptsorge, wenn ich Günther nehme. Ah ja, vergesst nicht, dass ich auch gesagt hatte, ich bin mir... Oh Gott, wenn das gehittet hätte. Dass ich gesagt hatte, ich bin mir relativ sicher, dass Günther gegen... Ich wollte gerade sagen, gegen menschliche Spieler der beste Amiibo ist und trotzdem sind wir fast even. Danke, Günther. So, einen Stock habe ich gezogen. Der zweite von Günther war deutlich besser. Da hatte ich das Gefühl, er hat sich inzwischen ein bisschen eingelebt. Lernen ist aus bei ihm, das heißt, ich kann degeneriert spielen, auch wenn er es leider auch macht. Nope.
Nein! Günther kann was Gutes bekommen, ich merke das doch. Besser als ich auf jeden Fall. In dem Kampf hat sich nicht so gezeigt, aber ich spüre, der kann was Gutes hinbekommen. Du kriegst noch einen K-Rule dazu. Ich werde dann, sobald Günther fertig ist, mich ausschließlich auf die Top 3 konzentrieren, um weitere Clips zu bekommen. Stimmt, und ich will ja nichts sagen. Günther, streng dich an, ansonsten haben wir nur Antagonisten. Und das kann doch nicht in euer aller Sinne sein. Vor allem, ich habe genau 3 Antagonisten als Ami. Okay, Floink kann man sich streiten. Das ist immer das Schönste. Floink kann keiner sagen, ist er jetzt Protagonist oder Antagonist. Ich könnte jetzt, das habe ich ja schon erklärt, dass ich ihn sogar genau deswegen zu Meta Knight gemacht habe, weil bei Meta Knight ist es eine ähnliche Situation in den Kirby-Spielen. Und außerdem hätte ich halt gerne relativ ausgeglichen viele Amiibo von Pro- und Antagonisten. Aber ich wollte Floink einbringen. Aber bei ihm ist dann halt die Sache, der kann beides sein. Moment, wir sind beide... Ich habe hier nebenbei gar nicht so auf den Kampf geachtet, neben dem Labern. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Günther hier noch die krassen Plays fehlen. Und das Battle ist even. Also Günther, wenn irgendwann ein Zeitpunkt ist, an dem du abgehen kannst und musst, dann jetzt. Er ist in einer Vorteilssituation, aber ohne gute Clips. Und das war's nicht, mein Mesh! Ich meine, Günther, das war scheiße, aber easy! 5. Sieg! 5. Sieg! Und damit würde ich Günther tatsächlich sogar unter Bulbi setzen. Und damit an den zweitschlechtesten Slot. Damit, wenn ich jetzt mich auf die Top 3 fokussiere, haben wir noch eben unsere 3 Antagonisten. Die dunkle Macht. Okay, Nick Schossmann weiß ja auch keiner. Und Untergrei läuft. Ist schon geil, wenn man in meiner Geschichte bei der Hälfte nicht sagt, stimmt, Darkrai weiß man ja auch nicht. Ihr wisst einfach nicht, wer auf welcher Seite steht in der Malbus-Edition. Ich dämme gerade in eure Gesichter.